Hallöchen Leute, und da bin ich wieder, euer Corny von Panikku Centurio mit einer neuen Aufnahme von Comedy of Heroes 2 Kampagne. Wir sind bei, was war eh nochmal, Etappe, Episode, ich glaube, sagen wir einfach Kapitel 9, Funkstille, Juni 1944. Es war Poscharski mit seinen Geschichten, der mich dazu bewegte, zu schreiben. Ich sollte die Truppen mit meinen Worten inspirieren, aber abgesehen von der Tapferkeit unserer Soldaten habe ich dort einfach nichts Inspirierendes gefunden. War es wirklich schlimmer, Journalist zu sein als Soldat? Es war anders. Funkstille 1944, Orscha, Weißrussland. Im Sommer 1943 siegten die Sowjets bei der Schlacht um Kursk, der größten Panzerschlacht der Geschichte. Bis zum frühen Herbst hatte die deutsche Heeresgruppe den vollständigen Rückzug angetreten, und die Blockade von Leningrad sollte bald enden. Die Rote Armee startete im Juni 1944 Operation Bagration, um die deutschen Streitkräfte aus Weißrussland und dem östlichen Polen zu vertreiben. Bei der Witebsk-Orsche Offensive standen die Sowjets der 3. Panzerarmee mit bei Witebsk und der 4. Armee nahe Orscha gegenüber. Isakowitsch war nun Journalist, Kriegsberichterstatter uns der Sowjets. Er beobachtete die Schlacht bei Orscha, hörte sich die Geschichten der Soldaten an und schrieb Worte der Inspiration. Auf Schurkens Befehl hin sollte es keine Worte und Zufriedenheit geben. Wenn wir ein Minenfeld kommen, dann greift unsere Infanterie so an, als wäre es gar nicht da. General Georgi Schukow der Roten Armee. Jo, sehr schön. In Ordnung. Wir haben die vorgeschobene Stellung erreicht und richten nun einen Außenposten ein. Gut, wir schicken Luftaufklärung, um die Gegend zu sichten. Verdammt! Direkt außerhalb unserer Stellung sind deutsche Streitkräfte. Wir brauchen sofort Verstärkung. Tut mir leid, Genosse. Deutsche Streitkräfte haben uns abgeschnitten. Sie sind auf sich allein gestellt. Was zum Teufel wollen Sie damit sagen? Seien Sie kein Feigling. Die Deutschen kennen ihre Position nicht. Erobern Sie die Stadt zurück. Ja, Genosse. Genossen, beeilen Sie sich gefälligst, diesen Außenposten fertig zu bekommen. Oh ja, sehr schön. Wir haben Die Deutschen sind sich unserer Anwesenheit noch nicht bewusst. Das können wir zu unserem Vorteil nutzen, aber wir müssen uns beeilen. Befreien Sie die Stadt Orscha von den Deutschen. Sichern Sie die umliegenden Territorium. Tokotorium, genau. IL-2 Flugaufklärung aufgetankt und einsatzbereit. Ah, Flugaufklärung. Super, was haben wir da? Rekrutentrupp. Kostet nichts. Die Zahl unserer Einheiten erhöht sich. Keinen Schritt zurück, Genossen. Hier sind keine Feiglinge. Ja, sehe ich genauso. Wir haben eine neue Einheit. Vorwärts! So, dann würde ich einfach mal sagen, greifen wir doch gleich mal das Ding hier an. Mein Gewehr, sie unterwegs. Den Sniper mit, und die dürfen auch mitgehen. Da, auf dem Weg. Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Halt dort mal kurz. Kommt an! Wir haben Gäste! Bewegung, Bewegung! Wow, wow. Warte mal ganz ruhig. Erwarten Befehl. Wie kann ich? Ich gehe. Eröffne das Feuer auf MG-Trupp. So viel zum Thema. Sie wissen nicht, dass wir da sind. Stellungswechsel. Bewegen uns. Feindliche Infanterie wird erledigt. Dahin. Lol, was war das? Das war doch nicht ernsthaft. Panzerabwehr wird ausgeschaltet. Sicher war das der MG-Trupp. Ich lach mich tot. Scharf unterwegs. Auch sehr schön. Pioniere einsatzbereit. Was können die denn alles bauen? Die können sogar Fahrzeuge bauen. An die Arbeit, Männer. NKVD-Offiziere abgerückt. Sehr schön.
Zu Diensten. Ich schieße auf den Panzerabwehr. Dann noch zwei. Marschbefehl erhalten. Infanterie im Visier. Leute, die kommen zu uns. Feindliche Infanterie schießt auf mich! Rückzug! Rückzug! Ich werde woanders gebraucht! Von Warte mal, ich muss mal ein bisschen leiser machen, der Ton. Gesamtlautstärke, Sprachlautstärke. Alles mal ein bisschen runter. Stehen. Schützen, bereit! Was Ziel verstanden! Was soll mich ja noch verstehen? Ich bin dieser Scheiße langsam erledigt, sie! Aber nur am Meckern sind die Russen, ja. Feindkontakt mit Infanterie. Ja, Bus, schießt die Sniper. Für Stalin! Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Los! Der nächste Dienstgrad! Sie haben Befehle? Orden. So, und die wollen wir auch noch abschlachten. Kontakt mit dem Feind, Genosse! Sind noch zwei, sind noch einer. Feindliche Truppe! Stellung wechseln! Und halt, verdammt! Halt, stopp! Wie viel kostet das? Sie brauchen mich. Ich habe freie Sicht. Da drin sind zwei Trupps. Was sind das denn für welche? Oh, da kommen auch noch welche. Wo sind die denn her? Der Feind greift an! Scharfschütze unter Beschuss unterwegs! Da die Mistkerle! Einer weniger. Noch einer weniger. Schon noch zwei. Schießen. Ich habe einen Trupp ausgeschaltet. Angriff! Dankeschön. Es kommen immer mehr. Warte mal, das werden ja immer mehr. Hier kann das sein. Das ist das Mindeste, was wir verdient haben. Feindliche Infanterie schießt auf mich. Erwarten wir Schuss. Scharfschütze. Ich werde tot aus den Schatten. Der feindliche Trupp ist tot. So, jetzt reicht's mir hier aber. Bereit. Unterwegs. Ich gehe dahin, wo ich gebraucht werde. Ja, ihr werdet dort gebraucht. Ich nehme das Gebiet ein. Das Land wird schon bald uns gehören. Ich will's hoffen. Bewegung! Wir werden das Territorium besetzen. Ihr möget doch bitte die Punkte einnehmen. Ihre Befehle, Genosse, rücken ab! Der nächste Punkt wird hier sein. Sollen wir etwas sprengen? Bereit? Unterwegs. Sie brauchen eine Scharfschütze. Wir haben das Territorium. Sichert es jetzt, um mehr Munition oder Treibstoff zu erhalten. Zeit für die Arbeit, Genossen. Ich bin auf dem Weg. Ja? Warte mal, was war der Rückzug? Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Stukas im Anflug. Lassen Sie Ihre Leute ausschwärmen. Bilden Sie keine gebündelte Zielfläche. Oh. Stukas. Wir treten den Rückzug an, Genosse. Wow. Was war das denn hier? Genosse. Da, wir sind unterwegs. Gehe in Stellung. Hier bleibt man noch kurz dort. Infiltriere. Das ist weit genug. Wir stoppen. Dieses MG hat keine Chance. Wir sind auf dem Weg. Der Pioniertrupp geht wieder mit hierher. Bereit. Wir hatten noch einen zweiten Sniper. Der zweite Sniper. Da. Trupp befördert. Auch mal hier. Lernen, mich zu fürchten. Scharfschützen in Deckung. Sehr schön. Trupp 1, wir rücken aus! Ja. Unter dem MG-Beschuss! Feind! Attacke! Vorrücken! Vorrücken! Wie kann ich helfen? Genosse gefallen! Oh ne, mein Sniper ist weg. Nein! Wir haben da auch noch einen Sniper. Die werden uns aus diesem Territorium rausgraben mit erleuchtet sie! Was haben die? Ah, die haben keine Granate. Scheiße. Ich kann nicht mehr. Der Feind hat noch einen Infanterietrupp getötet.
Feindkontakt mit Infanterie. Sehr schön zu wissen. Sehr schön zu wissen, was jetzt dort oben ist, da wir ja hier sowieso genug Leute haben. Sollte dies hier jetzt... Wer soll sterben? Keinerlei... Stellungswechsel. Rückzug. Außer dass mein Sniper gleich abgeschossen wird. Darauf habe ich nicht keinen Bock. Darauf habe ich keinen Bock. Aber wir holen uns mal einen T430. Frische Einheiten auf dem Feld. Und auf Rückzug steht die Todesstrafe. Veräppeln. Was kann ich tun? Sollen wir etwas nachrüsten, 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 Mädels? Sie brauchen Pioniere einsatzbereit. Was bringt denn da einer? Scharfschütze bereit. Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Wir haben gerade erfahren, dass eine deutsche Streitmacht über die Weststraße kommt. Über die Weststraße. Ihre brechen auf. Ja, breche auf. So, wir brauchen. Unterwegs. Wir haben von einem bevorstehenden Luftangriff gehört. Aufpassen. Stellungswechsel. Abrücken. Weg. 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 Sollen wir etwas. Wir gehen. Wow. Koordinaten bestätigt. Erwarten Befehle. Ich muss los. Die schicken wir mal dorthin. Soldaten, ich kann im Moment nicht wundern, dass wenn ich im Moment ein bisschen weniger rede. Aber ich bin hier ein bisschen konzentriert, da ich ja, dass es schon ein bisschen her ist. Anhalten. Als ich das letzte Mal ich wurde gesichtet. Scharfschützen, ihre Infanterie schießt auf mich. Lol. Das Kommando hat Befehl 227 zurückgenommen. Ziemlich veräppel. Sag mal. Ich habe einen Trupp ausgeschaltet. Was war das denn jetzt? Ein Sniper. Hat gerade vier meinen Snipern gekillt. Ich fühle mich ein klein wenig verarscht. Ich bin auf dem Weg. Aber nur ein klein wenig. Schütze unterwegs. Verstanden. Was ist das denn hier eigentlich? Noch ein Lager. Glaube ich. Was sichere Territorium. Einnehmen bitte. So, dann schicken wir mal unsere Pioniere. Rekruten hier. Pioniere unterwegs. Ja, rücken ab zur Eroberung. Frische Rekruten sind eingetroffen. Ein paar Pioniere. Haltet die Stellung fürs Vaterland. Schütze eingetroffen. Da, T-34 unterwegs. Bewegen uns in feindliches Territorium. Gute Arbeit, Männer. Jetzt sichern Sie das Gebiet und greifen Sie die Deutschen mit einer Einsatztruppe an. Ja, Genosse. Machen Sie schnell. Sie müssen sie mit allem treffen, was sie haben. Sie können denen nichts entgegensetzen, wenn die Zeit zum Reagieren haben. Stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Einsatzziel erreicht. Sichern Sie die umliegenden Territorien. Besprechen Sie die deutsche Verteidigungslinie. Die wird hier oben sein. T-34 rückt ab. Scharfschütze unterwegs. Dann schicken wir mal unsere Leute hier hoch. Der Bau ist wie befohlen fertiggestellt. Wir brechen auf. Nehmen wir unsere kleine Privatarmee. Der deutsche Stuka ist unterwegs zu Ihnen. Was ist los? Mist! Der letzte Luftangriff der Deutschen hat unsere Kommunikation zerstört. Wir sind abgeschnitten. Aha. Der Tag wird immer schlimmer. Das wird ohne Aufklärung fast unmöglich. Wir können die Stukas nicht sehen und sind von der Zentrale abgeschnitten. Wir sind leichte Beute, es sei denn, wir rücken vor. Wir können mit einem örtlichen Sender die Kommunikation wiederherstellen. Wie auch immer, wir müssen die deutschen Verteidigungen in der Stadt durchbrechen. Die sind ungefähr hier und hier. Sobald wir in der Stadt sind, müssen wir zwei deutsche Festungen eliminieren. Es gibt kein Zurück, Genossen.
Oh, Jemine, da haben wir aber noch was vor. Nee, Mädels. Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Keinen Schritt zurück, Genossen. Stellen Sie die Kommunikation wieder her. T34 unterwegs. Wir schnaggeln uns mal hier rüber. T34 unterwegs. Nehmen dieses Gebiet mit, da wir ja sowieso ein Flussseil sind.